Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe bloß schnell das Inventar leer gemacht und bin hier wieder in das Gebiet gerannt, in dem wir in der letzten Folge waren, damit wir hier etwas weiter erkunden können. Und wir werden natürlich direkt angegriffen. Und noch ein Schamane, scheiße. Aber egal, wir rennen jetzt hier einfach mal ein bisschen lang. Wir können gleich mal Ecktür aktivieren. Weil ich habe wirklich vor, jetzt hier einfach diese Folge nur zu erkunden. Ein bisschen hier rumzurennen, zu gucken, ob wir interessante Sachen finden. Das wäre schon ganz gut. Ja, ich habe auch gleich mal, ihr seht schon, eine ganze Menge Werkzeug mit in die Kiste gepackt. Das war ein bisschen mein Fehler in den letzten Folgen. Ich meine, wir müssen ja nicht alles Werkzeug mitnehmen, wozu auch, gerade wenn wir auf Erkundung gehen. Und somit haben wir dann auch ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und müssen nicht immer so schnell wieder nach Hause. Ah, Skelette. Ui. Ah, und ein Troll, natürlich. Ach, Mist. Weiß nicht, ob wir den wirklich erledigen wollen, weil an sich gibt er nur Trollleder. Keine Ahnung, wofür wir es noch brauchen. Hey, cool, ja. Greift euch erstmal selber an. Ja, weil effektiv gibt es halt nur Trollleder. Keine Ahnung, ob wir das später noch für andere Sachen brauchen. Aber aktuell haben wir halt die komplette Rüstung. Ich weiß nicht, ob man sich aus Trollleder noch irgendwelche Einrichtungsgegenstände basteln kann. Eigentlich wäre es schade um den Troll, aber ich möchte jetzt auch ehrlich gesagt nicht die komplette Folge damit verbringen, den Troll zu erledigen. Das habt ihr schon oft genug gesehen. Und die Notwendigkeit ist einfach gerade nicht da. Vielleicht werde ich mich irgendwann in ein paar Folgen ärgern. Weil wir dann Trollleder brauchen, aber egal. Wir werden schon später noch welche finden. Was haben wir denn hier Cooles? Das nächste Skelett. Und ich habe nicht getroffen. Ist das ein Dungeon? Ist auch ein Dungeon, ne? Lasst uns die mal schnell besiegen, weil die rennen mir ehrlich gesagt dann zu lange hinterher. Bei dem Troll geht's ja, der lässt ja relativ schnell von einem ab. Ist auch noch, ist aber normaler Dungeon. Grabkammern, ja. Gut, markiere ich mir. Gehe später mal looten. Jetzt heißt es erstmal erkunden. Hab noch eine schöne Info gelesen gerade, und zwar die Bronze-Axt. Ich hatte es ja schon letzte Folge erwähnt, wir brauchen sie für das schöne Holz für die Portale. Und was halt auch noch cool ist, man kann damit dann auch die Birken im Grasland fällen und da kriegen wir Feinholz. Und das brauchen wir nämlich auch unbedingt. Um die Werkbank dann mal auf die Stufe 4 abzugraden. Ui, wir haben hier ein ganz paar Wildschweinis. Und eine Truhe. Das wäre cool. Habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass wir das ja mit Schildern vielleicht auch so basteln könnten. Ach, hier sieht es aber auch geil aus. Ist vor allem sogar noch Grasland und wir hätten Wasser in der Nähe. Überlege fast, weil ich wollte ja eh noch am Wasser eine Base bauen. Ob wir es nicht lieber hier erledigen, weil hier sieht es halt echt geil aus. Gerade so hier mit dem kleinen Bach oder Fluss oder was auch immer noch drumherum. Eine 2-Sterne-Nixe. Ja, Nixen müssen wir bei uns mal fix holen, weil Nixen-Schwänze haben wir nicht so viel. Und das in Verbindung mit dem gekochten Fleisch war eigentlich immer eine ganz gute Kombi. Schaut euch das mal an, das ist ja mega geil. Also definitiv. Definitiv werden wir hier die zweite Base errichten. Damit wir dann, schaut mal, da haben wir nämlich auch Inseln und so da hinten. Aber hallo. Da machen wir hier ein Zuhause draus. Base am Wasser. Cool, freut mich, dass wir das gefunden haben.
Allerdings sind wir jetzt halt schon wieder am Wasser. Das heißt, wir können wieder nur hier hochlaufen. Ist halt eigentlich auch nicht so geil. Also gefühlt haben wir das Festland schon fast umrundet. Weil hier kommt überall Gebirge und Wasser. Hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Und dann wird hier wahrscheinlich das Ganze sich dann schließen. Wir gucken mal hier oben noch lang. Wo hier halt auch das Wasser kam. Ich glaube halt fast nicht, dass wir hier noch so viel erkunden können. Eventuell haben wir halt doch mit dem Sieht hier nicht so viel Festland. Zumindest am Startpunkt. Wir müssten eventuell dann doch mal zeitnah auf eine Booterkundungsmission gehen. So, komm. Gib mir dein Fell und Leder oder was auch immer. Hier sind wir wirklich am Wasser. Ihr seht es ja da hinten, da wird es ja richtig, richtig geil noch. Sprinten auf 43 bis 100 geht's. Ich hatte schon mal erwähnt, die Fähigkeiten müssen wir uns auch in Ruhe mal noch alle anschauen. Na gut, aber hier geht's doch noch. Wir laufen ja in die Richtung. Vielleicht finden wir ja doch noch ein bisschen was. Da haben wir noch einmal Honig. Fisch oder hält das so viel aus? Ich glaube jetzt haben... Ne, wir haben es noch nicht. Irgendwie das Gefühl, dass ich das Holz dahinter treffe. Ne, jetzt. Gib mir schnell die Bienenkönigin und fort hier. Ja, also definitiv. Ist glaube ich der schönste Ort bis jetzt, den wir hier gesehen haben. Hier kommt die zweite Base hin und wenn wir ein Portal haben, ist ja auch nicht so schlimm, dass das so weit weg ist. Dann können wir uns ja ganz schnell hin und her beamen. Das Inventar ist schon wieder voll, ne? Das ist Wahnsinn. Die Folge geht jetzt 7 Minuten. Das ist halt schon ein bisschen anstrengend. Ich weiß, wir könnten auch den Karren mitnehmen, aber ganz ehrlich, dann sind wir noch langsamer und unmobiler unterwegs. Und ich habe den auch schon wieder irgendwo liegen lassen. Ich finde ihn nicht mehr. Wir hatten hier oben irgendwo, hatte ich mir eine Markierung gemacht, die nur M hieß. Ich dachte, das war's, dass ich nur schnell irgendeinen Buchstaben getippelt habe, weil wir gerade im Kampf waren. Aber dort war er nicht mehr. Und mir jetzt die letzten 15 Folgen noch anzugucken oder wie auch immer, um rauszufinden, wo ich den habe stehen lassen. Das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert. Dann baue ich mir lieber mal einen neuen, aber mit dem Kahn werde ich irgendwie nicht so warm. Ich weiß auch nicht. Klar, rein fürs Erze sammeln ist das schon cool, aber das Ding bleibt überall hängen und wenn du dann angegriffen wirst und... Ist irgendwie nicht so ganz meins, aber soll es halt auch geben. Cool, also hier ist auf jeden Fall... Ah, es geht doch noch rum. Wir sind zwar jetzt nicht im dunklen Wald, aber ist ja egal. Effektiv ist es ja auch ein bisschen Ziel des Spiels, hier alles gesehen zu haben und zu wissen, wo man überhaupt lebt. Ihr habt heute alle Glück, dass ich so friedvoll bin. Ist das? Ah, eine Nixe. Noch eine Nixe. Ah, das war gar nicht mal so schlau, mit so wenig Ausdauer ins Wasser zu springen. Mega schön hier. Und vor allem kommen wir rüber auf eine andere Insel. Voll belebt hier alles. Ein Tier nach dem anderen und viele Nixen. Das wird dann auch der nächste Vorteil, wenn wir hier eine Basisstation errichten am Wasser. Dass wir halt echt einfach auch viele Nixen finden. Weiß nicht, wollen wir mal rübergehen? Reicht das von der Ausdauer her? Ich hoffe doch sehr. Können wir schneller schwimmen? Nicht wirklich, aber wir verbessern die Fähigkeit schon mal. Man muss halt echt aufpassen, ne? Wenn die Ausdauer leer ist, wir ertrinken zwar nicht sofort, aber ich glaube, wir kriegen Schaden. Es ist schon echt verdammt wenig, was man schafft zu schwimmen. Mega schön. Hier hätten wir ein bisschen mehr Platz.
was das Bauen angeht. Aber dafür ist die Aussicht nicht so geil. Aber Platz wäre hier natürlich ohne Ende, ne? Da hinten geht's dann auch wieder in die Berge. Also der dritte Gegner, der findet sich ja dann im Sumpf. Weiß nicht, ob wir irgendwo nochmal so einen Runenstein finden, der uns dann den guten markiert. Würde uns halt gleichzeitig noch den Standort vom Sumpf verraten. Man kann natürlich sein, dass der Stein auch nur im Sumpf steht, der uns den dann auf der Karte markiert. Weiß ich halt nicht genau. Aber hier wäre halt eigentlich auch ganz geil, ne? Einerseits, wir haben hier echt viel Platz. Es ist auch nicht so extremst uneben. Wir müssten halt die Steine und alles abbauen. Ja, dann haben wir einerseits die Aussicht hier und vor allem sogar noch diesen geilen Baum. Am Wasser in der Nähe, in beide Richtungen. Muss mir das mal hier noch markieren, weil ich glaube, fast hier wäre schlauer. Base am Wasser 2. Ganz originell. Ach, ein Gräuling. Ich hab dich gar nicht gesehen, mein Freund. Nehmt's mir nicht übel, wenn ich nicht jedes Mal stehen bleibe, bis das Harz dann rauskommt. Weil wir haben so viel Harz und so viel Fackeln, wenn wir im Leben nicht haben. Guck mal, jetzt war's nur ein Pfeil. Bienenkönigin, bitte. Keine Bienenkönigin. Hier oben. Honig. Bienenkönigin. Alles klar. Ja, ich glaube, das hier wird der Standort. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt in 2 Minuten den nächsten Punkt finde, der noch schöner ist, aber ganz ehrlich, mit der Aussicht aufs Wasser, diesen geilen Baum hier noch oben drüber, ich glaube, das wird's. Wird halt am Anfang erstmal wieder ganz schön schwierig. So, ohne viele Ressourcen hier drüben anzukommen. Wir müssen ja alles von der ersten Basis hier rüberbringen, obwohl wir hier halt eigentlich auch genug Stein und Bäume haben. Gerade mit dem neuen Skill vom Uralten werde ich hier vielleicht mal außerhalb des Let's Plays ein bisschen Holz fällen und begradigen. Dass wir uns dann hier definitiv die zweite Base errichten. Dann haben wir auch noch schön Wald daneben, wahrscheinlich auch viele Tiere. Ja, das wird's werden. Ich habe mich dazu entschlossen. Müssen mal schauen, wo wir jetzt hier überall noch langkommen. Das jetzt noch ewig weit geht hier hinter. Wo ja Wasser drumherum ist, vielleicht wird es auch bald aufhören. Und vor allem sind wir dann noch relativ schnell hier am... Obwohl, das ist glaube ich nur ein kleiner Berg. Aber ist doch ein geiler Standort. Hier, dann haben wir hier oben den Dunkelwald. Das heißt, also wirklich viel näher ist es nicht. Im dunklen Wald im Vergleich zur ersten Base. Aber okay, aber was haben wir denn hier Cooles? Sind das die Sümpfe? Ach, das wäre natürlich mega geil. Das sind die Sümpfe. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist manchmal wirklich auf meiner Seite. Gut, den habe ich nicht getroffen. Weiß gar nicht, wie stark die sind, ob wir hier überhaupt schon eine Chance haben. Mal, warum treffe ich den denn nicht? Okay, es geht. Gut, dann gibt's halt Nahkampf gegen euch. Aua. Das ist aber doch schon mal eine andere Hausnummer. Wir haben kaum noch was im Magen. 23 Schaden. Der schlägt auch relativ schnell zu. Geil, und wir haben die Sümpfe. Das hätte nicht besser laufen können. Ich habe wirklich gedacht, wir rennen hier noch etliche Kilometer, bis wir die finden. Aber noch ein Grund mehr, die Basisstation hier zu errichten. Guck mal, da ist so ein Schleimdings. Ein Schleimling. Ja, greifen wir ruhig an. Holen wir euch halt beide. Also Innereien haben wir gekriegt, Schlamm. Schleimbombe können wir herstellen. Okay, davon habe ich noch nie was gehört. Ach, und hier kommt der nächste.
Mal gucken, vielleicht ist das ja sogar der Stein, der uns den letzten Gegner markiert. Ich glaube, wir können die nicht blocken, ne? Nee. Da brauchen wir wahrscheinlich was Stärkeres als so ein kleines Holzschild. Sumpfland. Ja, geil. War ja noch einer. Nee. Hör doch was. Vor langer Zeit wurde die Welt... Ah, scheiße. Wir haben halt auch bloß noch 46 Leben. Ich möchte es gerade echt nicht riskieren, hier zu sterben. Ich weiß nicht, was macht der? Macht der Schleimbombe oder... Kommt der nur ganz ruhig angeschleimt? Weiß nicht, ob wir den jetzt einfach übersehen hatten oder ob die hier aus den Sümpfen dauerhaft rauskommen. Ich würde es eigentlich nochmal hier ganz gerne lesen wollen. Vor langer Zeit wurde die Welt von Valheim von einem edlen und stolzen Volk bewohnt. Sie bauten Türme, die die Wolken berührten und gruben tief in der Erde nach kostbaren Metallen. Aber ihr Stolz war auch ihr Untergang. Sie forderten die Götter zum Kampf heraus und zogen in den Krieg gegen Aesir und Vanir, nur um sich damit selbst zu vernichten. Der große Odin machte ihre prachtvollen Städte dem Erdboden gleich und Loki ließ ihre tiefen Minen in Flammen aufgehen. Der mächtige Thor zerstörte ihre Wolkentürme und Freya tränkte ihre Felder mit salzigen Tränen. Jetzt sind sie schon seit vielen hunderten Jahren vergessen. Kein Lied berichtet von ihren Heldentaten und die Natur hat ihre ehemaligen Städte zurückerobert. Aber ihr Stolz ist schwer zu töten und so wandeln diese Krieger der letzten Kämpfe noch immer in dieser Welt, bis ihre Körper zu Staub zerfallen. Sie kehren als Draugr wieder, unheilige Krieger in uralten Rüstungen, Kreaturen des Rostes und der Verzweiflung. Vernichte und vergrabe sie, lass sie wissen, dass es Zeit für sie ist zu ruhen. Entschuldigung, dass es so ein langer Text war, aber wir wollen ja auch ein bisschen was über die Geschichte hier mitkriegen. Ich würde jetzt ungern hier im Dunkeln weiter im Sumpfland rumlawinern. Wir markieren uns das hier mal nur kurz, dass wir wissen, dass das Sumpfland hier losgeht. Und dann haben wir doch definitiv ein Ziel für die nächsten Folgen. Einerseits unbedingt eine Bronzeaxt und andererseits hier vorne eine Basis bauen. Ach, ich freue mich, dass das so schnell geklappt hat. Und vor allem, dass es auch so mega geil aussieht. Ja, wir sind nämlich inventartechnisch auch schon wieder gut voll. Passt eigentlich soweit. Jetzt haben wir halt echt einen ewig weiten Weg nach Hause. Das werde ich dann wieder außerhalb vom Video machen. Dass wir da nochmal nach Hause laufen. Und dann wird es halt echt Zeit, mal ein bisschen Kupfer noch zu sammeln, dass wir eine Bronzeaxt kriegen. Weil dann wäre ein Portal doch so langsam wirklich mal angebracht. Wir können halt prinzipiell auch mal gucken, dass wir uns vielleicht gleich einen Bauhammer basteln und hier schon mal eine Truhe oder so hinzimmern. Ja, da müssten wir jetzt eigentlich gar nicht direkt nach Hause. Jetzt habe ich den Bauhammer natürlich zu Hause gelassen. Huch. Was mache ich denn für komische Sachen? Kraft nicht bereit. Ich weiß gar nicht, wie konnten wir uns denn den Bauhammer basteln? Eine Werkbank dafür können wir ja nicht gebraucht haben. Ach hier, die Taste, alles klar. Entschuldigung. 3 Holz brauchen wir dafür. Und ich habe natürlich auch keine Axt mit, ne? Warum auch? Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier so einen Ast finden. So, jetzt haben wir 3 Holz. Aber kein Platz mehr im Inventar. Werfen erstmal kurz das Stein weg. Wir brauchen Steine. Entschuldigung, das war ziemlich doof. Was werfen wir denn mal am besten kurz weg? Ja, die Distel brauchen wir nicht. Hammer herstellen. Dann legen wir uns den schnell noch hier statt der Fackel hin. Was brauchen wir denn für eine Truhe alles? Wir brauchen auf jeden Fall eine Werkbank, die wir nicht haben. Und dafür brauchen wir 10 Holz. Okay, wir müssen mal noch schnell ein bisschen Holz sammeln gehen. Ach, sieht das geil aus. Ich freue mich so sehr drauf, hier eine Base zu bauen. Was braucht man? 10 Holz, ne? Warum kommen hier Skelette? Ist ja doch noch ein Dungeon. Oder hat er sich einfach nur im Wald verirrt?
Wir können rein theoretisch den Bauhammer nehmen und das hier abbauen. Ah, da brauchen wir auch wieder die Handwerkstation. Schade. Hätte uns schneller zum Holz. Ah, jetzt kommt der Schamane hier. Gut, also nachts wird es auf jeden Fall ein bisschen ungemütlich. Komm, gib Ausdauer. Gönn Ausdauer, gönn Ausdauer. Danke. Ach, hoffentlich dauert die Vergiftung jetzt nicht so lange an. Okay, hat sich beruhigt. Wir haben 8 Holz, 2 brauchen wir noch. Da war keine Truhe drin, ne? Nee. Jetzt haben wir's. So, dann erstmal eine Werkbank. Ich setze die jetzt mal ganz unspektakulär hier hin. Und damit brauchen wir auch schon wieder weiteres Holz. Und die nächsten Gegner kommen. Also nachts ist es echt ein bisschen ungemütlich hier. Da haben wir mit unserer ersten Basis relativ viel Glück gehabt. Aber man muss auch bedenken, dass in der, ja, in dieser, in dem Kreis sozusagen von der Werkbank hier spawnen keine Gegner und Fackeln, Helligkeit spielt da auch alles noch rein. Also ich glaube, wenn wir dann hier erstmal so ein Grundgerüst an Basisstationen errichtet haben, wird es dann auch ein bisschen weniger mit Gegnern. Wie viel Holz haben wir denn? 13 Stück, das muss doch reichen. Huch. Kiste meinte ich. So, und dann hier erstmal eine Kiste hin. Wir hätten die Handwerkstation eigentlich gleich mal hier reinbasteln können, dann hätten wir direkt ein Dach gehabt. Ist mir da natürlich erst hinterher eingefallen. Tut mir leid. So, dann packen wir den ganzen Spaß hier mal weg. Und dann wäre es eine Überlegung wert, dann vielleicht hier direkt anzufangen. Wir haben schon wieder 2 Überminuten. Aber war auch ein bisschen spannend jetzt die Folge. Also für mich zumindest. Ich hoffe für euch auch. Sumpfland gefunden. Geiles Gebiet gefunden für eine zweite Basis. Direkt am Wasser und am Sumpfland. Und dann geht es in den nächsten Folgen damit auf jeden Fall weiter. Bis morgen. Macht's gut.